Der Steuermann Nora Singh. Im Jahre 2247 reiste König Tiger einmal auf seinem Thronschiff den Fluss hinab bis zur Stadt Sakonburi an der Mündung. Sein Steuermann hieß Nora Singh und saß am Heck des Schiffes, das Steuerruder bedienend. Als das Schiff zum Dorf Kokkam, dem Tamarindenhügel, kam, begann der Fluss in Kurven und Schleifen dahin zu fließen. Der Steuermann musste das Ruder geschwind herumwerfen, wenn wieder eine Biegung durchfahren werden würde. Aber er war nicht schnell genug, und so stieß der Bug des Schiffes gegen einen überhängenden Baumstamm. Die Schnitzerei des Schiffhaupts brach ab und fiel zerspalten ins Wasser. Der Steuermann Nora Singh hörte das Krachen und erschrak. Auf sprang er von seinem Sitz, mit einem gewaltigen Satz war er am Ufer. Dort warf er sich nieder und schrie um Gnade. »Ich bitte dich, Herr, dass du hier an dieser Stelle einen Schrein errichten lässt, hoch vor allen Augen. Wenn du mir den Kopf abgeschlagen hast, so lass ihn zusammen mit dem geborstenen Haupt deines Thronschiffs in diesem Schrein aufstellen.« Der König jedoch entgegnete, »Du Steuermann Nora Singh, der du die Todesstrafe ersehnst, ich erlasse sie dir und bestrafe dich nicht. Steig also wieder aufs Schiff und lass uns weiterfahren. Das Haupt des Schiffs ist zwar zerbrochen durch deine Schuld, aber ich werde es neu schnitzen lassen. Du brauchst keine Furcht zu haben.« Nora Singh antwortete, »Was du, o Herr, hier aus Mitleid gesagt, nämlich, dass du mich, Sklaven des Buddha, straffrei ausgehen lassen willst, das ist eine große Gnade für mich. Aber es würde bedeuten, dass du die alten Bräuche und Gewohnheiten der Könige verletzt, die ehrwürdigen Gesetze jedoch aufzuheben, das scheint mir ein Frevel. Die Menschen werden über dich spotten und dich verachten. Darum, o Herr, bitte ich dich, kümmere dich nicht um mich, sondern folge deiner großen königlichen Pflicht. Denn seit alther gilt das Gesetz, wenn der Steuermann des Thronboots das Haupt des Schiffes abbrechen lässt, dann soll er die Todesstrafe erleiden. Sein Kopf soll abgeschlagen werden.« Als der König seinen Steuermann so reden hörte, wuchs sein Mitgefühl mit ihm, einem seiner ältesten und treuesten Beamten. Er befahl den Ruderer, allen aus Tonander ein Abbild des Steuermanns Nora Singh zu kneten. Als es fertig war, ließ er dem Tonbild den Kopf abschlagen und sprach, »Ei, Nora Singh, Steuermann, das ist deine Strafe. Nun bist du tot. Diese Figur habe ich an deiner Stelle hingerichtet. Du selbst brauchst nun nicht mehr zu sterben. Also bitte, komm zurück aufs Schiff und lass uns zusammen weiterfahren.« Der Steuermann Nora Singh schämte sich in seinem Herzen, weil er der Anlass war, dass der König das althergebrachte Gesetz verletzte. Er fürchtete, dass alle Leute nun seine Stadt beschimpfen und seinen König beleidigen würden. Weit besser wäre es, das Leben hinzugeben und den königlichen Bräuche zu pflegen. So dachte Steuermann, warf sich zur Erde und flehte abermals. »Habe doch Erbarmen, o Herr, dein Mitleid ist eine große Huld. Wenn du dem Standbild aus Ton den Kopf abgeschlagen hast, so geschah es im Ernste nicht. Alle Menschen werden dir darob Vorwürfe machen. Ich bitte dich also, lass mein Leben verwirkt sein und schlag mir den Kopf ab, wie ich es verdient. Meine Kinder und meine Frau vertraue ich deiner Gnade, so lass mich den Abschied nehmen, um zu sterben, gemäß dem Brauch.« Der König hörte es und ward traurig, denn er liebte Nora Singh sehr, weil er von Anfang an sein Diener gewesen, der ihm immer treu gedient. Viele Male noch versuchte er, den Steuermann zum Leben zu überreden. Umsonst. Nora Singh blieb dabei, er wollte sterben. Der König konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten.
Er musste dem alten Königsgesetz folgen. So fügte er sich denn und befahl den Scharfrichter, den Steuermann Norasing hinzurichten. Dann ließ er eine große Halle einrichten und den Kopf des treuen Steuermannes zusammen mit dem abgebrochenen Haupt des Thronschiffes in dem Schrein auszustellen, dass jedermann es sah. Hier hatte der Steuermann Norasing sein Leben geopfert, um das königliche Gesetz zu pflegen. Das machte Norasing zu berühmt, dass sein Name noch heute in aller Munde ist.